Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner neuen Beatmaking-Session. Ich möchte also heute einen schönen Lo-Fi-Hip-Hop-Beat bauen und möchte einfach mal anfangen und euch mitnehmen auf die Reise. Ich bin super gespannt, was hierbei rauskommt und ihr könnt das komplette Video dieser Session auf meinhomestudio.de anschauen, wenn euch die Details dieser Session interessieren. Fangen wir an! Darunter würde ich gern Rhodes legen. Ich schneide mir also diese vier Takte mal aus. Verlängere die mal auf 16 und spiele mir hier ein paar schöne Rhodes drunter. Und als nächstes hier ein schöner, tiefer Bass dazu. Den probieren wir mal. Okay, zwei Takte einzählen und dann ist er direkt auch schon drin. Ich weiß noch nicht, was ich hier für einen Text verwenden werde dafür, worum das hier geht. Also singe ich erstmal ein bisschen Vokale ein. So ein bisschen hey, hey, yay. Mal schauen. Let's go. Hier an der Stelle habe ich ein paar Fantasie-Vocals eingesungen, also die irgendwelche Vokale aneinander rein und habe aus denen dann schöne Background-Vocals gemacht. Habe also vier solche Spuren übereinander gelegt und dort verschiedene Effekte draufgelegt, um das schön breit klingen zu lassen. Habt dort also auch mit dem RC20 Retro-Color gearbeitet, um den richtig was an Höhen und Tiefen wegzunehmen und den viel Farbe zu geben. Und dann habe ich auf jeden dieser Spuren einen sogenannten Autopan draufgelegt, der dort die Lautstärke ein bisschen beben lässt, so dass einmal pro Takt es richtig laut wird und dann aber auch wieder richtig leise. Und damit kommt ja von jeder dieser vier Spuren an einer anderen Stelle ein bisschen Lautstärke dazu und es entsteht so eine richtig breite Vocal-Fläche. Klingt so. Das ist doch ein ganz guter Start. Ich denke, das würde ich vorerst erstmal so lassen als Beat-Skizze.
Und schau mal, was ich später dort noch hinzufügen kann, um Variation reinzubringen, um vielleicht an verschiedenen Stellen noch schöne Samples, die ich vielleicht draußen gesammelt habe, mit einzubauen und einen richtig schönen Vintage-Hip-Hop-Song daraus zu machen. Ja, der also größtenteils instrumental bleibt, wenn, dann kommen nur solche Background-Vocals hier mit rein und es soll schön viel Veränderung drin bleiben. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir schauen mal, wie es mit diesem Beat weitergeht.